Es heißt Creationary, ein Spiel von Lego. Es hat diverse Lego-Teile, die auch willkürlich erweitert werden können, durch Bausätze, die man zu Hause hat zum Beispiel. Das ist die Anleitung. Es ist für 3 bis 8 Spieler geeignet, ab 7 Jahre. Man kann 30 bis 60 Minuten spielen. Ein Spiel, das die Kreativität, eure Fantasie und euer Bau- und Rategeschick auf die Probe stellen wird. Das Spielziel. Die Mitspieler müssen raten, was die anderen Mitspieler gebaut haben und selber so gut bauen, dass die anderen erraten, was es darstellen soll. Für beides gibt es Punkte. Die müssen natürlich notiert werden. Wer am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, gewinnt. Das soll ein Eiswagen sein. Also. Die Vorbereitung. Man sortiere die Steine nach Farben und lege sie in den Baukasten. Dann sortiere man die Karten nach ihren Rückseiten. Ein Fragezeichen steht für leicht, 2 Fragezeichen für mittel und 3 Fragezeichen für schwierig. Die einzelnen Stapel müssen gut durchgemischt werden und man legt 3 Stapel mit der Rückseite nach oben auf den Tisch. Im Laufe des Spiels entscheidet jeder Spieler für sich, von welchem Stapel er Karten nimmt. Die unten abgebildeten Plättchen werden in den Lego-Würfel gesteckt. Die Abbildungen zeigen die Kategorien, um die es gehen wird. Das hier steht für Natur, für Gebäude, für Dinge, für Fahrzeuge oder ein weißes Fragezeichen auf schwarzem Grund bedeutet ein Joker. Der Joker bedeutet, sag deinen Mitspielern, welche der 4 Kategorien du wählst, bevor du eine Karte nimmst und zu bauen beginnst. Man darf sich also eine Kategorie ausdenken und erst dann wählt man eine Karte. Zum Beispiel sagt man jetzt Dinge und nimmt eine Karte vom leichten Stapel. Dann schaut man sie sich an, ohne dass die Mitspieler es sehen dürfen. Das ist das Symbol für Dinge. Man muss jetzt also dieses Ding bauen. Los geht's. Die Mitspieler wissen nicht, was es ist. Doppelt. Dein linker Nachbar wählt eine Kategorie für dich aus. Kann ein Mitspieler erraten, was du gebaut hast, bekommt ihr beide je 2 Punkte anstatt 1. Bevor ihr beginnt, überlegt, welches der jüngste Spieler ist. Danach geht das Spiel im Uhrzeigersinn links herum. Vor dem Spiel könnt ihr vereinbaren, ob ihr pro Bauwerk nur einmal raten dürft oder öfter. Zum Beispiel werden hier 10 Runden gespielt und man darf pro Bauwerk mehrmals raten. Ein Spieler baut. 2 bis 7 Spieler raten. Einer ist an der Reihe. Er würfelt, um die Kategorie festzulegen, in der er baut. Nimmt dann eine Karte, ohne dass ein Mitspieler sehen kann, was sich darauf befindet. Er baut nach, was auf der Karte in der gewürfelten Kategorie abgebildet ist. Die anderen Mitspieler raten, was gerade gebaut wird. Wer zuerst den richtigen Begriff nennt, erhält einen Punkt. Der Bauer erhält ebenfalls einen Punkt. Errät niemand, was gebaut wurde, legt der Bauer die Karte zur Seite und der nächste Spieler ist an der Reihe. Niemand erhält einen Punkt. Sobald alle Spieler einmal gebaut haben, endet die Runde. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.